gegen den Gegenspieler ist sehr, sehr wohl. Und sie hat hier auch schon gute Platzierungen gezeigt, auch hier im letzten Tag schon die Linken. Und Köln ist nicht der Kandidat, die jetzt mal letzte. Dann kommen wir zu meinen persönlichen Favoriten, der Startnummer 6, Kürtel und Kürtel mit dem Schwammer. Der Erfolg hier auch mit dem Helfer hat aber stark in 15-4. Da habe ich noch geschrieben, das wäre immer besser. Danach den letzten finalen Angriff eines Gegners zu kontern. Also Bonheur und Chapeau, Idalo Dovie, Thomas Reber. Wir feiern die Sieger und das ist Thomas Reber. Und ich finde, der Applaus ist gut, aber das geht noch lauter. Hier ist der Sieger des vierten Rennens, Idalo Dovie und Thomas Reber. Gratulation. Ja, Pintraber, er gratuliert unter anderem Rodan Elkendorf. Das ist das Gesicht hier bei uns im Fahrerlager zum Thema Traberherz. Und er hat einen wunderbaren Ehrenpreis für Thomas Reber. Ich glaube, Thomas, ich glaube, das wird später abgeholt. Das ist ein bisschen unhandlich. Lieferservice. Gratulation. Ja, vielen, vielen Dank. Du freust dich richtig. Ja, na klar. Vor so toller Kulisse zu gewinnen, das hat man auch nicht alle Tage. Nein, das letzte Mal, wo ich hier in Gelsenkirchen gewann, da war die Kulisse auch so, aber das ist schon so viele Jahre her. Aber wir haben dich oft und gerne hier und du hast ja nicht so einen, nicht gut, nicht um die Ecke, ne? Also wann bist du heute Morgen losgefahren? Ja, ich bin um 6 Uhr losgefahren. Du kommst aus dem Hohen Norden. Verrat uns ein bisschen, woher bist du? Also die Pferde stehen in Hamburg, leiden Gamme bei Hinrich Heidmann auf dem Hof. Und ja, und ich komme aus Ellerhof. Aus Ellerhof. Und du bist Rennfahrer, aber in einem wahren Leben machst du noch was anderes. Ja, ich bin Rennfahrer und habe noch eine Firma, mit der wir Haushaltsauflösungen und sowas machen. Auch im Hohen Norden? Dann wird es anders, ja, wenn es sich lohnt, gerne. Also, wir haben nämlich diesen Namen. Reden wir dich heute nochmal. Wie bitte? Reden wir dich heute nochmal mit der Sörte? Ita läuft ja nachher noch und habe ich am letzten Mal gefragt, aber Ita ist auch sehr gut, aber da sind auch gute Pferde drin. Wunderbar. Wir werden hier auch drücken. Einmal haben wir schon hier gehabt und einmal lass uns mal den Applaus mitnehmen. Einen verdienten Applaus für unsere Sieger hier im Viertel. Thomas Reber, Idalo Dovie. Ja, die Blumen werden jetzt übergeben von Katharina Eisenblut, C1, auch bei DSDS und vielen weiteren Formaten, wie die Alm unterwegs. Mittlerweile ist die stolze Mami. Wir werden auch mit ihr gleich ein bisschen plaudern. Thomas Reber freut sich. Wir freuen uns auch, dass so viele Gäste heute hier nach Gelsenkirchen gekommen sind. Gratulation. Thomas, das ist spannend. Ja, und während wir unseren Sieger zur Siegerparade schicken, möchte ich die Situation kurz nur von dem Rodan Elkendorf sprechen. Ich habe gehabt. Vor 3 Sätzen. Es ist so, jeder kann Mitglied bei Traber jetzt werden. Die Mitgliedsbeiträge, die mindestens 10 Euro im Monat, werden zu 100% für bedürftige Kinder eingesetzt, die eben in Familien schwächer groß werden und eben auch Probleme mit der Gesundheit haben. Und man ist gleichzeitig Mitbesitzer von unserem tollen Konroy, den wir auch heute hier sehen dürfen. Also eine wunderbare Sache. Sie können für so wenig Geld Besitzer eines Pferdes werden. Das Geld, das das Pferd eintragt, die Rennegewinne, die gehen in ein großes Werk. Und man kann eigentlich in dieser Aktion nur alles richtig machen. Wann genau sehen wir dich und Konroy heute noch? Heute um 15.30 Uhr werde ich mit Konroy starten. Er war jetzt lange verletzt. Wir werden ein bisschen vorsichtig fahren, aber wir schauen mal, wo wir landen. Und wir haben sicherlich viele Schalke-Fans und Dortmund-Fans heute hier. Den erkennen Sie aber an einem grünen Riss mit einer Raute und ich glaube, den gehört zu Borussia Mönchengladbach. Vergessen Sie heute an dieser Stelle einfach einmal die Vereinszugehörigkeit und drücken Sie diesem Mann die Daumen. Konroy, Rodan Elkendorf, Traberherz,
Haben Sie sich ein bisschen schlau. Gehen Sie mal zum Stand und informieren Sie. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Wir freuen uns nicht nur auf das war großartig, da war was kaputt. Ich erinnere mich, der Fuß verbrochen, gebrochen ist. Es war alles ein Drama, aber mittlerweile siehst du gesund aus. Mittlerweile bin ich gesund, genau. Das ist schön. Und du hast frischen Nachwuchs, kein Jahr alt. Die Rolle als Mami, gefällt sie dir am besten? Ja, ich liebe es, Mama zu sein. Ich hätte nie in meinem Ah, ich musste drauf drücken. Mal, jetzt. Ich bin frisch Mama und ich muss ehrlich zugeben, ich liebe diese Rolle, Mama zu sein und lebe das auch sehr, sehr gerne aus und freue mich aber dennoch nach so einer langen Pause, die ich hatte, wieder auf einem öffentlichen Event zu sein, so viele tolle Menschen kennenzulernen und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag heute hier. Wir sagen vielen, vielen Dank. Nachwuchs ist wahrscheinlich heute nicht mit dabei. Der passt zu Hause auf die Wohnung aus, das ist gut. Und wir freuen uns, dass wir tolle Sängerinnen und Sänger hier haben. Jetzt kommt der erste Showblock. Wir gehen direkt rüber auf die Bühne. Und dann wünschen wir beste Unterhaltung. Und Katharina, wir retten gleich ein bisschen. Und dann kümmern wir uns später wieder um den Rennsport. Also viel Spaß jetzt auf der Bühne. Schön, dass du da bist.